Wir haben heute Herrn Friedrich Wilhelm von Haase hier, einen bedeutenden Archäologen, der Wegweisendes publiziert hat, der vor allem aber dazu beigetragen hat, dass wir Italien und die Verbindung nach Mitteleuropa sehr, sehr viel besser verstehen. Und dafür sind wir dir sehr dankbar. Und wir alle wissen, dass du ganz bedeutende Dinge publiziert hast, Friwi. Vor allem aber auch, dass du an großartigen Ausstellungsprojekten mitgemacht hast, aber auch so etwas bist wie ein Kulturvermittler zwischen Italien und Mitteleuropa, dass du darüber aber hinaus auch eine sehr spannende Lebensgeschichte hast, die natürlich auch deine archäologischen Arbeiten und deine Liebe zur Archäologie und deine kulturgeschichtlichen Arbeiten etwas erklärt und spiegelt. Wie bist du zur Archäologie gekommen? Ja, da muss man weiter zurückgehen. Und zwar war ich im Internat im Landschulheim am Solling, heute Internat Solling, und habe dort erste archäologische Entdeckungen gemacht während meiner Internatszeit, mehr durch Zufall. Und bin darauf gekommen, habe Feuer gefangen dafür, sozusagen mich als Archäologe, mich als Schüler archäologisch zu betätigen, Entdeckungen zu machen. Wie eine Jagdleidenschaft war das. Und der Höhepunkt dieser ersten Zeit war eine Entdeckung in der Roten Steinhöhle in Irmid, einen frühbronzezeitlichen Hortfund aus der Höhle, aus der Aunjetitzer-Kultur, der jetzt im Landesmuseum in Hannover ausgestellt ist. Und der lag in der Höhle? Habt ihr in der Höhle ausgegraben? War das eine Ausgrabung oder was war das? Ja, also man kann das so sagen, wir haben in dieser Höhle geforscht und das war nicht ganz ungefährlich, aber wenn man jung ist, dann denkt man ja an sowas nicht. Ich weiß nicht, heutzutage würden die Mütter und die Eltern protestieren, unser Kind ist nicht versichert und so weiter. Es war ja früher also ganz anders und teilweise kamen die Lehrer mit, teilweise kamen sie nicht mit. Aber was interessant ist, bei einem dieser Ausgrabungssachen war Jürgen Borchert dabei. Der berühmte Archäologe, der später dann in Wien Professor war. Wir kennen uns aus der Internatszeit von diesen ersten Schritten, die wir da gemeinsam gemacht haben. Da gibt es auch noch Fotos davon. Und das ist dann eine Freundschaft geworden, die hat das ganze Leben bestanden. Die Funde sind, als wir die entdeckt haben, da habe ich gesagt, Henshoff, wir haben die nämlich auf einer Steinplatte, diese Funde da entdeckt, das war offenbar eine Niederlegung. Da habe ich gesagt, Henshoff, wir werden sofort den Kreis Heimatpfleger unterrichten und sofort geht das weiter ans Landesmuseum in Hannover. Wir haben also nichts berührt, damit der Fundzusammenhang bleibt. Und dann ist Hannover gekommen durch Herrn Klaus, Dr. Klaus vom Landesmuseum, der hat das dann geborgen, den Fund, aufgenommen und auch veröffentlicht in der Tackenberg-Festschrift. Also insofern war ich ganz korrekt oder waren wir ganz korrekt. Wir haben also nichts zerstört und wir wussten, dass das über unsere Kräfte und über unsere Möglichkeiten gegangen wäre, so einen Fund richtig zu bergen. Ja, völlig, völlig richtig, aber wie alt warst du denn damals? Da warst du so 17 oder 18? Ja, 16. 16? 16, 17. Also mit 16 hast du zum ersten Mal einen ganz bemerkenswerten Fund entdeckt. Ich meine, es ist ja ungewöhnlich, dass man in den ersten Aktivitäten gleich einen Aunjetitzer Hortfund entdeckt. Ja, nee, so war es ja auch nicht. Das erste war eine Wanderung, die wir zum Everstein machten. Es ist auch in der Nähe von Holzminden. Und dort ist eine Burgruine, also ist fast nichts mehr vorhanden, aber da war, stand eine Burg. Und wir gingen im Graben, guckten im Graben, krochen da rum. Und ein Freund von mir, der mit zu meiner Gruppe aus dem Internat gehört, der fand eine Tonscherbe
und das war mit Glasglasur. Und darunter sah man noch den Fingerabdruck des Töpfers, der da irgendwas, ein Ornament oder was gemacht hat. Ich glaube, wenn ich mich richtig entsinne, war es sogenannte Siegburger Ware. Das ist also eine späte Sache, irgendwie spätes 15. Jahrhundert. Und ich kriegte diese Scherbe in die Hand und sah den Fingerabdruck des Töpfers, der da eingebrannt war, weil der wollte da irgendwie was machen, hat immer eingebrannt. Und das hat mich so fasziniert, sich vorzustellen, von dem ist nichts mehr vorhanden. Und plötzlich siehst du einen Fingerabdruck, der sieht genauso aus wie vor einem Menschen von heute. Und das hat mich fasziniert, der unmittelbare Zugang zur Vergangenheit. An einem kleinen Objekt, gleichwohl. Und damit ging es los und dann haben wir angefangen, sind wir immer Wochenende dorthin zum Eberstein und haben da gesucht und gebuddelt. Und dann ging es weiter und die Rote Steinhöhle mit dem Hortfund, das war der Höhepunkt. Das ist ja toll. Und dann hast du beschlossen, Archäologe zu werden oder du hast das Abitur gemacht und wolltest du Archäologe werden oder hast du andere Berufswünsche gehabt? Ja, nein, es hat von da an eine Tätigkeit, die sich über Jahre hingezogen hat, begonnen im Internat. Immer am Wochenende sind wir los und haben wieder geschaut an anderen Plätzen, ob wir da was finden. Und so entstand eine kleine Sammlung, die dann mit den wesentlichen Stücken ans Heimatmuseum in Holzminden ging. Denn ich habe eng zusammengearbeitet mit dem Kreis Heimatpfleger und wollte mich auch nicht übernehmen. Es war also keineswegs so, dass ich nur das alles für mich behalten wollte, sondern es machte einfach Freude, die Entdeckung. Aber und mit Rückhalt des Heimatpflegers und das ging so weiter, sodass ich natürlich meine schulischen Dinge völlig vernachlässigt hatte. Schon am Freitag begann ich zu träumen von dem, was am Wochenende da passiert. Und wir übernachten da in Höhlen. Also und dann am nächsten Montag war man natürlich völlig fertig. Das Ganze wirkte sich sehr auf meine schulischen Leistungen aus. Ich betone das, dass ich im Abiturzeugnis im Deutsch und im Deutschaufsatz ausreichend hatte. Es hätte eigentlich, in der Zwischenzeit habe ich ja publiziert und bin jetzt zur Meinung gekommen, ich hätte eigentlich viel besser beurteilt werden können. Aber so war es und so erzähle ich es. Und sag mal, dann hast du Abitur gemacht und hast du dann gleich studiert oder nach dem Abitur? Ich habe Abitur gemacht, dann habe ich dann hatte ich eine Tagung, da ging es über den 20. Juli in Bad Liebenzell, hat damit überhaupt nichts zu tun. Im Anschluss an diese Tagung war die Frage, ja, jetzt bin ich ja schon so weit im Süden, wenn man im Norden Deutschland wohnt, ist Bad Liebenzell im Schwarzwald schon im Süden, oder könnte man ja gleich weiter nach Italien? Ich habe mich ganz kurz entschlossen, nach Italien zu fahren. Konnte kein Italienisch, hatte kaum Geld und geografisch keine Kenntnis und kannte auch niemanden. Gleichwohl habe ich es gemacht, bin bis Pestum gekommen, war 3 Wochen unterwegs. Mit ganz wenig Geld, konnte nur immer Spaghetti essen, weil es nichts gab. Kam also bis Pestum und wieder zurück und habe gedacht, das ist eigentlich mein Land, Italien. Aber dazu muss man ja die Sprache können. Und wo hast du Italienisch gelernt dann? Und habe begonnen, Italienisch an der Universität in Göttingen zu betreiben, so nebenbei, weil ich hatte schon angefangen mit Archäologie und Vor- und Frühgeschichte. War das, in welchem Jahr? So 58, 59. So. Ich habe 66 promoviert, also so hat es angefangen. Und habe angefangen ja zunächst mit klassischer Archäologie im Hauptfach. Aber dann habe ich festgestellt, das ist ja antike Kunstgeschichte.
mich faszinierte mehr, schon von den Ausgrabungen herkommt, das Praktische und etwas Konkretere. Und so bin ich im Hauptfach zur Vor- und Frühgeschichte, habe Nebenfach klassische Archäologie, haben Nebenfach Ethnologie und alte Geschichte. Also es war der kulturhistorische Ansatz, der mich immer interessierte, viel mehr als reine ästhetische Probleme. Bei wem hast du studiert? Ich habe in Göttingen angefangen, bei Horn und Gross, war dann und später in Italien bei Palottino und Bianchi Bandinelli. Und du hast also praktisch in Göttingen angefangen, bist dann nach Italien zum Studieren und hast aber dann in Deutschland promoviert. Ja, also ich habe in Göttingen angefangen und war bei Jan Kuhn, der ein guter Forscher war, aber der immer nur die Germanen behandelte. Und ich habe gedacht, wenn man die Methoden, die man dort lernt, wenn man die überträgt auf ein Land, wo es mehr Kultur gibt, das wäre doch eigentlich das Ideale. Und Italien gefällt mir sowieso, da ist schönes Wetter und so. Also müsste man das so machen. Vor allen Dingen, weil eben viel Material in Italien in den Museen war. Es ist nicht so leicht, da ranzukommen, das weiß ja jeder. Aber eigentlich war es vorhanden. Und so war damit mein Ziel gesteckt. Und wann hast du da promoviert bei Jan Kuhn? 66. 66. Und worüber? Über ein Thema, das eigentlich mit ihm nichts zu tun hat, wobei ich sagen muss, der Zweitgutachter war Peroni, der Italiener. Über das Vorkommen von Trensen, Pferdetrensen, in Gräbern der Früheisenzeit in Mittelitalien. Also warum kommen Pferdetrensen immer zu zweit oder zu viert in Mittelitalien in diesen Gräbern der Villanova-Kultur, ab der entwickelten Villanova-Kultur vor? Zunächst natürlich die Typologie der Trensen und welche Typen gibt es da, aber dann darüber hinaus, in welchem Zusammenhang kommen die vor? Das hast du ja dann, glaube ich, als PBF-Band in den Prähistorischen Bronzefunden veröffentlicht. Ja, und dann hatte ich das studiert und dann habe ich gedacht, nein, also Archäologe will ich ja gar nicht werden, weil ich das als so schwierig gesehen habe, da beruflich Fuß zu fassen. Ich war verheiratet mit einer Italienerin und dann waren schon zwei Kinder da, ein Kind da, also man musste ernsthaft planen. Und habe mir das überlegt, ja, eigentlich, ich studiere, ich brauche einen Doktortitel und dann sehen wir mal weiter. Und was wolltest du dann werden? Tja, ich wollte in den Kulturbereich. Ich dachte mal, ich könnte Diplomat werden, aber im Kulturbereich. Und dann erfuhr ich aber, das gibt's gar nicht, sondern wenn du Diplomat wirst und die Laufbahn unternimmst, dann wirst du mal in der Kultur, mal in der Wirtschaft, mal in dem Pressebereich. Du musst also ein Allround. Aber wir Archäologen sind ja extrem spezialisiert. Und dieses Allround heißt eben, dass du in vielen Bereichen tätig bist, von denen du, wenn man es ehrlich nimmt, gar nichts verstehst. Und das hat mir dann auch nicht so gefallen. Also ich war völlig schwankend, nicht wahr? Und dann warst du fertig und warst in Italien und hast einen Job gesucht. Naja, Moment. Während ich studierte, habe ich ja immer von Italien geträumt. Und ich habe gedacht, Italien ohne die Kenntnis des Italienischen ist natürlich nichts. Also habe ich nebenbei Italienisch gelernt, neben meinem Studium. Und Italienisch lernt man am besten, wenn man an Ort und Stelle ist. Und habe ein Stipendium beantragt für die Università Pestranieri in Perugia. Und das Stipendium habe ich bekommen und habe dort italienische Kunst und Kultur Vorträge gehört, Vorlesungen gehört und einen Kurs gemacht, und zwar
Etruscologia et Antiquità Italica. Und da waren zwei Dozenten, nämlich Luisa Banti, die Etruskologin, und Massimo Palottino. Da, bei denen habe ich dann diesen Kurs gemacht. Und dadurch entstand ein erster Kontakt zu italienischen ausgewiesenen Forschern. Und daraus hat sich, dann habe ich den offenbar, dann hatten die Sympathie für mich und dann entwickelte sich der Rest so nach und nach. Ist ja sensationell, dass man da Etruskologie studiert und gleich bei den berühmtesten Leuten ist. Denn Palottino ist natürlich eine ganz große Nummer, nicht? Ja, Palottino war der führende Mann. Und dann war so ein kleines Examen, das sich da an den 14-tägigen oder dreiwöchigen Kurs anschloss. Und dann hat er gesagt, vuoi venire da me? Also willst du zu mir weiter studieren? Ich habe gesagt, perché no? Warum nicht? Und habe dann ein Stipendium beantragt und bin nach Rom an die Sapienza gekommen, wo Palottino war. Und dort habe ich ihn erlebt. Und das hatte noch für mich auch einen Hintergrund. Ich habe gedacht, wenn ich dort bin und wenn ich dort die jungen Kollegen kennenlerne, sollte ich mal Archäologe werden, dann sind das alles meine Kollegen, die kenne ich aus Studienzeiten. Und das eröffnet natürlich manchen Weg, den man, manche Tür, die man sonst nicht hat. Und das wäre doch ganz angebracht. Und so ist es auch gegangen. Ja, das ist ja toll. Wie lange warst du denn da in Italien? Ein Jahr, oder? Also das Stipendium dauerte ein Jahr. Die meisten Deutschen, die da auch, also so viel waren es ja nicht, aber die da waren, haben gesagt, ach, an der Universität geht ich nicht, das bringt ja sowieso nichts, ich sitze im Institut. Ich habe genau das Gegenteil gesagt. Ich habe gesagt, ich bin da, um mich an Italien, an das System zu gewöhnen und zu sehen, wie das ist. Und ich möchte diese Personen kennenlernen. Und das hat sich, das war das Richtige. Und war Italien anders in den 80ern? War das für dich eine völlig neue Erfahrung im Unterschied zu Deutschland? Oder? Ja, es war anders. Und zwar würden wir sagen, also verschulter. Mhm. Die Italiener hatten ein System, das sah klar vorher, die Programme, die man absolvieren muss, da schließt sich ein Examen dran, dann hast du das und dann geht es weiter. Dann gibt es die sogenannte Tesi di Laurea, die ungefähr damals zu meiner Zeit der Magisterarbeit entspricht. Und hinterher gibt es die Spezialisationen und da wird es dann schwieriger. Da wird es auch anspruchsvoller. Aber die erste Zeit ist eine Zeit, wo du wie bei uns in der Schule lernst. Also das ist sehr aufs Lernen aus. Du musst eben Fakten wissen, aber nicht aufs Problematisieren, wie wir das haben. Und bei wem hast du, also du hast bei Palottino und wer war dort noch als Lehrer? Bianchi Bandinelli. Der war also auch wieder jemand, der sehr berühmt ist und ja, die wegweisende Dinge. Ja, sicher, die waren ja alle in Rom. Und Bianchi Bandinelli war ein sehr eindrucksvoller Forscher, politisch nicht so meine Richtung. Er gehörte der Kommunistischen Partei an, war auch, ich glaube, im Zentralkomitee, deswegen auch eben von daher anders, aber das kann man ja trennen. Er hatte aber den großen Vorteil aufgrund seiner ideologischen Ausrichtung, dass seine Archäologie im Gegensatz zur deutschen nicht reine Kunstgeschichte war, sondern materielle Kultur, Kulturbeziehungen, solche Dinge und waren viel stärker vertreten in seinen Vorlesungen und das entsprach meiner Vorstellung von Archäologie. Wir haben über die Professoren geredet. Wer waren denn die Mitstudenten? Gibt es da auch bekannte Leute, mit denen du studiert hast? Viele. Zum Beispiel? Mario Torelli. Das ist ja toll, ein großer Forscher. Wer denn noch? Giovanni Colonna. Okay.
die Superintendenten von Rom, also alle, die später mal was geworden sind, die kenne ich als Studenten. Das heißt, du hattest den besten Ausgangspunkt sozusagen, weil du alle kanntest, weil du mit ihnen studiert hast. Ja, und dieses, muss ich sagen, ist ein Erbe meiner Erziehung, dass man immer gesagt hat, man braucht Kontakte. Und diese Kontakte stellen sich menschlich daher. Also wenn du angenommen wirst, aus welchen Gründen auch immer, und ich kam ja als völlig Unbekannter dann, aber wenn sie sagen, ja, der ist ordentlich und so, und du kannst, und du wirst persönlich eingeladen, dann wurde ich auf die Hochzeit der Tochter Palutino eingeladen, war dort auf dem Jour fix, der einzige Deutsche im Jour fix, und da lernte ich Peroni kennen und so weiter, dann läuft das. Und wie ging das, dass du in die Gesellschaft kommst? Weil ich kann mir vorstellen, man war den Deutschen ja eigentlich nicht so zugetan. Und es ist ja sehr schwer, eigentlich in diese geschlossenen römischen Kreise zu kommen, nicht? Das ist bestimmt so, weil es Vorbehalte gegen die Deutschen gab, noch aus Kriegszeiten. Und sagen wir mal, die Kreise, die sehr weit links waren, die waren das noch stärker als andere. Da muss man sich hineindenken. Also man muss sagen, der Kontakt zu den Italienern ist leicht und ist auch nicht leicht. Es kommt darauf an, wie du ihnen entgegenkommst, nicht wahr? Und ich habe eben immer versucht, den anderen zu verstehen, nicht wahr? Das war für mich ein ganz wesentlicher Punkt. Von welchen Voraussetzungen geht der aus, wenn er mich trifft? Er trifft mich als Deutscher, und die Deutschen waren damals nicht immer in bester Erinnerung. Und dann muss man irgendwie versuchen zu signalisieren, es gibt auch andere Deutsche, nicht wahr? Und wir haben Verständnis dafür. Also so. Und man darf nicht als belehrend auftreten, wirken, sondern ich war einfach neugierig. Ich wollte wissen, wie ist das und warum ist es so, wie es ist? Welche historischen Voraussetzungen gibt? Auch das gilt auch für die Universität, wie ist die organisiert? Das sind wesentliche Gesichtspunkte, die dann helfen, den anderen zu verstehen. Und im Übrigen, sobald ich das konnte, habe ich versucht, Brücken zu schlagen, zu sagen, ich kenne aber in Deutschland den und den, dann wende dich mal in der Sache an den und den. Man hilft sich gegenseitig. Also das war immer meine Devise, nach der habe ich gehandelt, und eben menschliche Neugier. So. Und das andere wollte ich wissen. Und warum sind die anders als wir? Welche historischen Voraussetzungen sind da? Und wenn man das so macht, dann, und wenn man ein bisschen menschlichen Kontakt herstellen kann, das hängt ab auch vom Grad der Sprachbeherrschung und dem Interesse an dem Land, dann läuft das. Aber du wolltest ja ganz unbedingt nach Italien und hast ja dort dann auch viele, viele Jahre gelebt. Woher kam diese Sehnsucht nach einem anderen Land? Hat Deutschland aufgrund deiner persönlichen Geschichte, was man ja verstehen kann, sozusagen erschien dir das nicht so lebenswert, oder fühltest du dich dann abgelehnt, oder wolltest du einfach etwas erleben? Was waren die Hintergründe? Vermutlich wie immer verschiedene. Italien ist ja immer eine Sehnsucht der Deutschen gewesen. Immer schon, nicht wahr? Auch im 19. Jahrhundert. Und ich hatte einen Urgroßvater. Der war später Theologe, bekannter Theologe in Jena. Übrigens Urgroßvater von Dietrich Bonhoeffer auch. Wir haben den gleichen Urgroßvater. Karl August von Haase. Der hat als junger Student oder als junger Dozent eine Bildungsreise durch Italien gemacht, bis nach Palermo, bis nach Sizilien, und hat die in Briefform, wie man das damals machte, so um 1830, berichtet. Und ich kannte diese
Berichte. Und das hatte mich fasziniert. Und dadurch ergab sich ein erster Kontakt. Dann las ich bald Ceram, Göttergeber und Gelehrte. Damit ergab sich zu dem abenteuerlichen Bereich der Archäologie ein Kontakt. Das war, was er da beschrieb, ist von daher faszinierend. Und dann las ich Ludwig Curtius, Deutsche und antike Welt. Und da kommt ein anderer, da kommt der Bildungsgesichtspunkt, die Bildung, die klassische Bildung, die in ihm personifiziert war, wie ein Mensch dadurch geformt werden kann. Es hat mich tief beeindruckt. Also Abenteuer auf der einen Seite, klassische Bildung auf der anderen Seite. Und da liegt natürlich Italien sehr nahe. Und wenn man in Italien ist, dann sollte man in Rom sein. völlig richtig, nicht? Und du bist dann aber von Italien zurück, um deine Studien abzuschließen. Ja, und dann bin ich nach Göttingen zurück. Zweitgutachter war Peroni, weil Jankun natürlich nicht so im Detail Kenntnis haben konnte, denn es war ja ein ganz anderer Bereich. Peroni hat die Arbeit sehr gut beurteilt. Dann wurde ich an Müller-Kabe weiter vermittelt und der sagte, wir nehmen das auf als PBF-Band. Und dadurch war ich dann wieder ein Jahr in Italien, um das vorzubereiten. Und damit hatte ich ja genau das erreicht, was ich konnte. Und da Trensen ja überall sein können, Pferdetrensen, musste ich überall hinfahren, in die Museen. Und da muss man sehen, dass man an die Materialien kommt, erstmal rauskriegen, ob es da was ist. Da muss man verhandeln können. So ist das gegangen. So wurde dann das Buch veröffentlicht. Und dann hatte ich gedacht, naja, ich weiß gar nicht, ob ich Archäologie das mache, denn ich war ja verheiratet und so weiter. Spielten also solche Überlegungen eine Rolle. Du hast also sozusagen geheiratet, noch bevor du promoviert warst, oder? Ja. Während des Studiums. Und das ist völlig exzeptionell in Italien. Es war eine große Hochzeit in Rom, von einem Kardinal gefeiert, mit Grußtelegramm vom Papst. Wie kommst du zu dem Grußtelegramm des Papstes? Ja, das gehört in Italien dazu. Wenn du aus einer entsprechenden Familie, zumindest in Rom bist, il telegramma del Papa oder il Santo Padre, nicht wahr? Also das gehört, so muss man, das ist ja nicht wie in Deutschland. Für uns wäre es ja noch viel schwieriger. Aber in Italien und Rom, da geht das schon eher, wenn man über die entsprechenden Beziehungen verfügt. Das hatten meine Schwiegereltern. Ja, und dann gehört das dazu. Und deine Frau kommt sozusagen aus der Oberschicht in Rom? Ganz genau, kommt aus der römischen Oberschicht. Ich habe sie durch Zufall privat kennengelernt auf einem Fest. Ja, und dann war es das so. Ja, aber wie lernt man sozusagen bis in kürzester Zeit in die italienische, sagen wir mal, in die Oberschicht in Rom gekommen? Du hast die ganzen Verbindungen geknüpft. Das ist doch eigentlich nicht normal für den Studenten, oder? Eigentlich nicht. Aber einer, der vielleicht für gesellschaftliche Dinge ein Feeling hat und der meint, das müsste sein, der schafft das. Und ich bin in einem, und wieso das so gegangen ist, das ist einem auch eine ganz seltsame Geschichte. Mein Vetter, Karl Günther von Haase, arbeitete im Auswärtigen Amt, war ja Pressesprecher. Und der hatte auf seiner Ausbildung, während seiner Ausbildung in Speyer, als Crew-Kollegin eine Frau Dr. Grützner. Und Frau Dr. Grützner war an der Universität, war in Rom an der deutschen Botschaft, die da waren noch in der Via Po damals. Und er gab mir ein Empfehlungsschreiben für die mit. Und die lud mich dann ein, mal zum Essen und so weiter, damit ich mich an römische Verhältnisse gewöhnen kann, auch an gute Restaurants, die man als Student nicht sehen kann. Aber möchte man ja sehen, wie ist es denn? Und eines Tages rief sie an und sagte, hören Sie zu, wir haben ein Problem. Der Bayerische Rundfunk, das Bayerische Fernsehen, dreht einen Film, Ora et Labora.
Und die in diesem Film, da soll das Leben der Benediktiner gezeigt werden. Und da müssen sie in Subiaco filmen. Und die wollen nicht. Die Mönche wollen nicht mitmachen. Können Sie was machen? Ich so, weiß ich nicht. War ja noch nie da. Aber mal sehen. Und was glaubt ihr? Ich habe es geschafft. Die Mönche haben da mitgemacht. Die haben sich auch filmen lassen. Und da habe ich plötzlich gesehen, irgendwie kann ich das. Viel besser als Archäologie. Und damit ging es los. Und dann hast du geheiratet und dann bist du wieder nach Deutschland, hast dort promoviert. Ja. Und dann bist du wieder ein Jahr nach Italien und nachdem du diese Arbeit über die Grenzen geschrieben hast, was ist dann passiert, nicht? Dann wolltest du ja sicher in Italien bleiben. Ja, ich wollte in Italien bleiben, aber am Deutschen Archäologischen Institut für einen Prähistoriker und für jemanden, der sich mit dem beschäftigt, gab es keine Stelle und da war es auch kein Interesse da, nicht wahr? Und von italienischer Seite war ja gar keine finanzielle Möglichkeit vorhanden, nicht wahr? Also habe ich überlegt, machst du vielleicht was anderes? Gehst du mal zum Goethe-Institut? Bin ich zum Goethe-Institut gegangen und habe da eine Ausbildung gemacht bei München. Aber dann hat es geheißen, naja, wenn man mit dem Goethe-Institut ist, ja, Italien kennen Sie ja, jetzt müsste erstmal woanders hingeschickt werden. Damit war wieder nicht das gegeben, was ich wollte. Ich wollte ja nach Italien, wegen der Signora, nicht wahr, und die Familie. Die haben ja gesagt, du musst ja, du hast es versprochen, du willst es und so, jetzt tu mal. Ja, also hat das so nicht geklappt. Ja, und dann bin ich, aber während ich noch beim Goethe-Institut war, habe ich in den Ferien immer archäologisch weitergearbeitet und habe eine neue Arbeit begonnen, wieder über Bronzen. Die ersten war ja über Bronzen, jetzt wieder über Gürtelschließen, etruskische frühe Gürtelhaken. Kam irgendwie auf den Gedanken, und habe das wieder mit DFG-Geldern durchgeführt. Und es gab dann einen Aufsatz im Jahrbuch des Deutschen Archäologischen über Gürtelhaken, Gürtelschließen des 7. und 6. Jahrhunderts. Also wieder so eine typologische Studie, ja, so ähnlich wie gehabt. Und dann habe ich überlegt, ja, ich muss nach Rom. Und dann kam ich den Gedanken, man könnte doch mal etruskisches Gold bearbeiten. Wenn man etruskisches Gold bearbeitet, dann kann man ja sagen, das ist so schwierig, an diese Sachen ranzukommen, das kann ich nicht von Deutschland aus. Ich kann da nicht mal 14 Tage hinfahren. Ich muss in Italien an Ort und Stelle sein, um es zu schaffen. Und so habe ich das gemacht. Ja, aber wer hat dich da finanziert? Für wen hast du das gemacht? DFG hat das finanziert. Und habe dann angefangen, über Palottino, da ergab es dann über die Goldfunde der Tomba Bernardini eine Publikation, die ist in Latium Vetus auch erschienen. Wobei ich immer mir gesagt habe, also wenn ich das mit Italien mache, dann müssen die Italiener auch was davon haben. Ich darf nicht sozusagen die ganzen Befunde dann nur in Deutsch veröffentlichen, sondern in Italien. Und das habe ich gemacht. Und dann ging es darum, mal erste Analysen von dem Gold zu machen. Und dann hat Palottino gesagt, ja, also es ist natürlich ganz schwierig, weil Kratzen, das lassen die nicht, aber Röntgenfluoreszenz, das können wir machen. Und da habe ich einen italienischen jungen Forscher, Cesario, mit dem kannst du das ja machen. Es wird aber in Italien veröffentlicht. Ich habe gesagt, klar, warum denn nicht in Italien? Und auch auf Italienisch. Mit solchen Überlegungen ist das alles vorangegangen. Es ist natürlich in Wirklichkeit sehr viel schwieriger. Ich tue jetzt so, als wenn das alles so leicht wäre. Aber das geht mit Zittern und Zagen, ob man es nämlich schafft oder nicht. Also so ganz einfach ist es nicht. Du hast dich dann mit diesen wunderbaren Goldfunden aus den frühen Gräbern, etruskischen Gräbern beschäftigt.
Was ich immer so spannend fand, ist, wir haben im 8. Jahrhundert vor Christus, so spät die Villanova-Zeit, eigentlich so ganz traditionelle europäische Bronzezeit. Da schaut im Grunde so ein Krieger nicht viel anders aus wie nördlich der Alpen. Wenn wir noch weiter zurückgehen, zum Beispiel ins 16. Jahrhundert vor, und wir schauen uns so Siedlungen wie Nola an, dann schaut in Nola so ein frühbronzezeitliches Haus eigentlich aus wie ein frühbronzezeitliches Haus bei uns. Das heißt, die Archäologie Italiens ist nur unwesentlich im Vergleich unterschiedlich zur Archäologie nördlich der Alpen. Auch der kulturelle Zeit. Standard. Der kulturelle Standard ist über letztlich lange Zeit weit mehr als 2000 Jahre ähnlich. Oder wenn wir noch weiter zurückgehen ins Neolithikum, dann haben wir zwar dort Kadialkeramik und bei uns Bandkeramik, aber im Grunde ist es kein wahnsinniges kulturelles Gefälle. Und dieses kulturelle Gefälle, dieser dramatische Unterschied, der setzt eigentlich ein im 8. Jahrhundert und der setzt eigentlich ein mit so unglaublich reichen Gräbern wie Tomba Regolini Galassi, später dann die Gräber Bernardini und Barbarini. Das sind Gräber von einem völlig berauschenden Reichtum und die Waffen spielen keine Rolle mehr. Die Selbstdarstellung als Krieger spielt kaum noch eine Rolle. Etwas, das wir vorher durchaus hatten, sondern jetzt zeigt man sozusagen orientalische Pracht, Throne, Liegebetten, unglaublich komplexe Goldarbeiten mit Granulation. Und wie ist es eigentlich zu erklären? Wie kommt es dazu? Wie kommt es zu diesem unglaublichen kulturellen Aufschwung und Umschwung? Ja, man kann versuchen, anhand der Analyse der Gräber das festzustellen, was da passiert sein muss. Es sind also Einflüsse aus dem Vorderen Orient, Einflüsse aus dem griechischen Bereich, das hängt ja mit der frühen Kolonisation zusammen, die einwirken auf eine lokale Kultur, die sogenannte Villanova-Kultur, frühe Eisenzeit, und daraus ergibt sich etwas Neues. Also ich will ein Beispiel nennen. Die berühmte Fibel, Goldfibel, eine monumentale Goldfibel aus der Tomba Regolini Galassi, ist jedem bekannt. Die zeigt, was sich da abgespielt haben muss, exemplarisch. Der Fibeltyp ist ein eisenzeitlicher Fibeltyp, ein Diskusfibel, aber ins Monumentale gesteigert und versehen mit einem Figurenrepertoire, das nicht lokal ist, das aus dem Osten kommt, versehen mit Granulation und Granulationsornamentik, die aus dem Osten kommt. Wir sehen da also, die Goldschmiede, die da arbeiten, nehmen verschiedene Elemente auf und dadurch entsteht das, was man orientalisierend oder die orientalisierende Phase in Italien bezeichnet. So müssen wir uns das erklären. Und was man aus der Analyse dieser Objekte herauslesen kann an Informationen, das hat mich interessiert. Also im Grunde müssen wir uns das eigentlich historisch so vorstellen, ich vereinfache jetzt mal, da sitzen letztlich eisenzeitliche Stämme, Spätbronze, eisenzeitliche Stämme der sogenannten Villanova-Kultur und plötzlich tauchen Segelschiffe am Horizont auf, die landen an einem Strand, ziehen ihre Segelboote dorthin und es steigen phönizische Handelsherren aus und die wollen Metalle und anderes und plötzlich sehen die orientalische Prachtentfaltung, phönizische Silberschalen, ägyptische Kunstwerke, Elfenbein und so weiter und so fort. Und das wollen die auch haben. Und das leitet einen Transformationsprozess ein, der eigentlich zur etruskischen Kultur führt, sodass das Etruskische eigentlich auf eine Anregung von außen zurückgeht. Aber bestimmt. Du sagst es genau richtig. Es gibt ein heimisches Substrat, auf das Einregung von außen kam und auf das Zuwanderer von außen kommen.
Wir wissen ja, dass Teile der Bevölkerung zugewandert sind. Wenn die auch nicht immer direkt zu erfassen sind, so reden die, so erzählen uns das die Quellen ja, dass eben angeblich die Etrusker aus Lydien eingewandert sind. Aber ob das so stimmt oder nicht, ist jetzt eine zweite Frage. Aber auch frühe Griechen wandern ein und die vermischen sich mit der Oberschicht. Und dann im 8. Jahrhundert haben wir auch einen Urbanisationsvorgang. Es entstehen diese frühen Städte. Die haben Handelsverbindungen mit dem Osten über Schifffahrt. Und so entsteht das, was wir als etruskische Kultur in Mittelitalien bezeichnen. Also im Grunde ist sozusagen die etruskische Kultur in Mittelitalien Erfolge des Kulturkontaktes zwischen Griechenland, Phöniziern und lokalen Stämmen dort in Mittelitalien. Ja, es ist der Schritt zur Hochkultur, nicht wahr? Also wenn wir gesagt haben, zunächst gibt es mit Mitteleuropa nicht viele Unterschiede, plötzlich aber entsteht eine Hochkultur. Und das interessiert mich, wie kommt es zu diesem Entstehen der Hochkultur? Übernimmt man die Schrift, man hat plötzlich, ja, also, man hat plötzlich Tempel, ja, und man hat praktisch vielleicht eine eigene Götter, aber es sieht aus, als hätte man Pantheon übernommen. Und ja, so ja, also mit der Schrift wissen wir das genau. Es ist die griechische Schrift, die über Pithecusae übernommen wird. Und die wird dann nur adaptiert an die etruskische Sprache. Aber dieser Vorgang der Adaption erfordert natürlich schon Spezialisten, die das können. Also du musst jemanden haben, der die Schrift beherrscht und weiß, was er lokal damit ausdrücken will in einer anderen Sprache. Und so entsteht die etruskische Schrift und die frühen Inschriften, die kann man ja lesen, auch wenn man sie nicht immer verstehen kann. Also das heißt, man kann es lesen, weil man die Buchstaben kennt? Genau. Aber man versteht die Sprache nicht. Also das Etruskische ist nicht entziffert, nicht entschlüsselt. Ja, nicht alle. Also wir haben ja nicht eine etruskische Literatur wie im Griechischen und Lateinischen. Ja, es ist ganz wenig erhalten. Und nicht alles ist klar lesbar. Viele der frühen etruskischen Inschriften sind ja ganz kurz, sind Weihinschriften. Ja, und da steht so, das ist wie so ein Formular, da steht das und das drin. Das weiß man dann schon, das kann man. Aber es fehlt eben auch eine historische Literatur, sodass wir das, was wir von den Etruskern wissen, nur über griechische und römische Schriftsteller erfahren. Es gibt ja diese Goldtäfelchen von Pyrgi oder ja, die Leber von Piacenza. Ja, aber die Leber von Piacenza zum Beispiel, das ist ein Zeugnis für die frühe Religion, wo welche Götter da positioniert werden müssen. Die Bleche von Pyrgi, das ist auch ein religiöser Text, aber das ist eben sehr wenig. Also es gibt natürlich auch andere etruskische Inschriften, wenn die ganz kurz sind, was willst du damit groß machen? Also damit kann man noch keine etruskische Geschichte schreiben. Das kann man nur aufgrund der Quellen aus dem Griechischen und aus dem Lateinischen und im Übrigen durch die Archäologie. Aber das ist natürlich auch spannend. Das heißt, die Archäologie ersetzt dadurch eben das, was wir sonst mehr durch die Schriftquellen haben. Aber es wird ja auch ungemein monumentaler, nicht? Wenn wir jetzt an die Tomba Regolini Galassi denken. Ja. Es sind ja riesige Tholos-Gräber mit einem großen Dromos, wo die Waffen gar keine Rolle mehr spielen. Also es hängen zwar Schilde im Eingang, nicht in großer Zahl, aber Angriffswaffen finden wir nicht mehr. Dafür finden wir ganz andere Sachen. Wir finden zum Beispiel ein Bett, wir finden einen Thron mit Schemel. Und ist zum Beispiel dieser Thron mit Schemel, ein hölzerner Thron mit Schemel und mit Bronzebeschlägen, ist es nicht eigentlich ein vorderorientalischer Schiss? Also wenn ich plötzlich sozusagen eine Herrschaftshaltung
die ich genauso im Assyrischen Reich finde. Oder in Zypern. Zum Beispiel in Zypern, ja, in den Gräbern von Salamis, die Kalamioris dort ausgegraben hat. Nicht? Ja. Da habe ich ja ganz, ganz ähnliche Sachen. Ich finde es übrigens auch in Murcia, nicht? Also auch wo die Phönizier kommen, in Südspanien, dort wo sie Kolonien gründen, da habe ich eigentlich ganz ähnliche Phänomene. Das bedeutet doch eigentlich, dass letztlich die Hofhaltung, wie sie die Phönizier transportieren, die letztlich assyrische Hofhaltung ist. Denn das sehe ich ja in den Nimrod-Ivories oder das sehe ich ja sozusagen an den Reliefs dort in Ninive, dass diese Hofhaltung, wo ich einen Großkönig habe, der auf dem Thron sitzt mit einem Schemel und huldvoll die Gesandten empfängt und so weiter und so fort, so gebärden sich plötzlich Leute, die gerade noch mit einem spätbronzezeitlichen Kammhelm rumgelaufen sind in Gräberfeld von Wey und mit Vollbewaffnung, nicht? Also die gebärden sich plötzlich als Diplomaten, als Herrscher, als Könige, als irgendwas ganz Besonderes, nicht? Ja, die sind sozusagen der Sphäre der Krieger entrückt. Vorher waren sie noch stolzen Häuptling und besonders voller Krieger zu sein und das ändert sich innerhalb von einer Generation, nicht? Ja, also das fängt, das ist sicherlich wahr, das ist durch einen Kulturaustausch und durch Zuwanderung auch kleinerer Bevölkerungsgruppen, die sozusagen nicht genau nachweisbar wären. Wenn wir eine massive Einwanderung hätten, wie im Bereich der griechischen Kolonisation, auch früh Pithecusa, dann würde sich das sofort bemerkbar machen. Da hätten wir jetzt plötzlich was, wo die Vorbilder im Vorderen Orient liegen. Aber so stark ist das nicht, sondern so ist es mehr indirekt spürbar. Aber dass da enge Kontakte bestanden haben müssen, Handwerker wandern zu, Kaufleute wandern zu, religiöse Vorstellungen, aber die werden getragen, durchaus auch durch wenige, die nicht immer sofort direkt ihren archäologischen Zuschlag haben. Also wenn ich dich recht verstehe, nehmen wir mal deine Goldfibel. Dann ist es ja so, es ist eine in der Grundform italische Fibel, aber die Granulation und die Darstellungen... Und die Löwen, die darauf laufen, die sind natürlich östliche Vorbilder. Und die müssen die genau gekannt haben, sonst hätten sie sie nicht verwenden können oder sonst hätten sie sie auch nicht also umsetzen können auf neue Materialien. Und die Löwen sind ja eigentlich eine Herrschaftsikonografie, eine ganz subtile, ja, die wir auch jetzt in Katna, im Vorderen Orient und an vielen anderen Stellen seit 1000 Jahren letztlich kennen. Ja, und jetzt geht es weiter. In dem gleichen Grab, dem Fürstengrab Regolini Galassi, das du erwähntest, außer der Fibel, gibt es ein Pektorale. Hm. Und dieses Pektorale hat eine Form, die auch nicht lokal ist, sondern sie ähnlicher Form auf den ägyptischen Sarkophagen, auf den frühen Sarkophagen. Da haben die auch diese seltsame Form des Pektorales. Aber in der Regolini Galassi ist das wiederum besetzt mit Reihen, mit Friesreihen. Da werden Tiere dort dargestellt, die sind eingestempelt, die man so wiederum nicht im Vorderen Orient findet. Da kommt wieder eine lokale Komponente, während die Ikonografie dieser Tiere, der schreitenden Sphinxen, der Löwen und so weiter, die kann man wieder nach Osten, im Osten also die Vorbilder sehen. Aber eigentlich wäre es doch logischer gewesen, man übernimmt sozusagen das Pektorale direkt aus dem syrischen Raum, aber man hat Handwerker, die das umformen nach eigenem Geschmack. Ja, so etwa stelle ich mir das vor. Also die Form dieses Pektorales ist ganz östliche Form. Die gibt es in den Vorbildern nicht, solange wir diese haben wir nichts. Und sie gibt es dafür eben auf ägyptischen Sarkophagen. Zwar in anderem Material, aber genau diese eigentümliche Form ist dort vorhanden. Man sieht also an so einem Beispiel ganz genau dieser Transformationsprozess, wie geht er vor sich. Es gibt eben Anregungen,
die werden von lokalen Handwerkern übernommen, aber die werden auch übernommen, weil es sich bei den Pektoralen um Herrschaftszeichen handelt. Also das hat ja bestimmte Bedeutung. Also unter diesen Gesichtspunkten betrachtet, ist die Arbeit an diesen Goldfunden sehr spannend. Und das sind eben kulturgeschichtliche, das sind eben Fragen, die nicht unbedingt rein ästhetischer Natur sind, sondern da steckt eben sehr viel anderes drin. Die Frage, wie sind die gemacht? Es gibt die sind ja mit Stempeln verziert. Die Stempel müssen also erstmal hergestellt werden und diese einzelnen Stempel haben eben Figuren, die kann man wiederum nach da und nach dort zurückverfolgen. Es ist also ein Konglomerat von Fragen kulturhistorischer und ikonografischer Art, die mit diesen Materialien verbunden sind. Was mich mal fasziniert hat, in der frühen etruskischen Kunst treten überall Affen auf. Nicht? So Äffchen, die auf Bronzegefäßen sitzen. Ja, die kommen natürlich aus Ägypten. Und das kommt aus Ägypten. Ja, kann ja nirgends, kommt aus Ägypten. Und das ist natürlich dann die phönikische Übertragung. Aber muss ich mir das so vorstellen, dass die Affen sozusagen mitgebracht haben als Geschenke und dass dann so Äffchen rumturnen, haben wir noch nicht gefunden, aber man kann sich es kaum anders vorstellen. Woher diese Faszination? Nicht? Tja, also dass sie auch Tiere mit eingeführt haben, halte ich für durchaus möglich. Und im Übrigen, tja, also dann gibt es im Ägyptischen natürlich solche Amulette, die haben sie eingeführt und da haben sie, die Amulette haben ja auch apotropäische Bedeutung, also die haben magische Wirkkraft. Und deswegen sind sie wichtig. Dann hängt man sich die um den Hals. Aber versteht man die als, weißt du, ich bin überzeugt, dass ein Europäer dass so ein Italiker ganz andere Vorstellungen hat, was magisch stark ist und was apotropäisch stark ist. Ist das exotisch oder adaptiert ja, man es das? Kann, also wie weit man das im Einzelnen versteht, das ist die Frage. Also es könnte aber einfach so sein, gewisse Dinge, auch die Bess-Figuren, so die ägyptischen Bess-Figuren, die werden importiert, die hast du dann an so einer Halskette und da heißt es einfach, die sind apotropäisch. Mehr brauchst du gar nicht zu wissen. Die bewahren dich vor einem bösen Blick und dann hängst du dir die um. Wie weit du nun alles weißt, was die Ägypter damit verbunden, das ist die zweite Frage. Musst du ja auch nicht. Kannst du, aber musst du nicht. Aber du musst nur glauben, die haben eine apotropäische, beschützende Wirkung. Dann hänge ich mir die auch um. Wir haben in der späten Bronzezeit eine gegliederte Gesellschaft, zweifellos in der Villanova-Kultur. Aber woher kommt dann dieser explosionsartige Reichtum? Bernardini Barberini, die ja vielleicht zum 680 datieren, sind ja unfassbar reich, aber Tombarigolini Galassi, die vielleicht um 720 datiert, ist auch schon so eine richtige Explosion an Reichtum. Ist es sozusagen ermöglicht es dieser Handel, führt dieser Kulturkontakt zu einer dramatischen, steilen sozialen Pyramide, zu einer Ungleichverteilung, ist einfach nur die andere Repräsentanz? Wie muss man sich das vorstellen? Was wir an den sogenannten Fürstengräbern, nicht wahr, das ist so eine Tombe Principesche, Ceri und dann in Vetulonia gibt es ja auch solche, da sehen wir im archäologischen Material, wie plötzlich sich eine solche Führungsschicht, eine Elite, das sind Männer oder Frauen, wie die plötzlich herausragen. Vorher in der Eisenzeit, in der älteren Villanova-Kultur, da ist es gerade in der Villanova-ersten Phase, sind das diese Brandgräber, die Urnen, die bikonischen Urnen, da sieht es so ziemlich gleich aus. Also da macht sich so eine soziale Differenzierung noch nicht so bemerkbar. Aber dann, im frühen 7. Jahrhundert, wird es plötzlich deutlich,
Das hängt vermutlich auch mit der Städtebildung zusammen. Die haben früher Dörfer bewohnt. Plötzlich gibt es die Städtebildung. Die Städte entstehen auch durch Einflüsse von außen. Und entsteht diese Herrschaftselite. Und die stellt sich dann so dar, dass sie Formen übernimmt, die im Grunde genommen im vorderen Orient zu Hause sind. Das heißt, wir haben jetzt einen direkten Einfluss des Vorderen Orient. Genau. Die Leute lernen sicherlich diese Sprachen. Haben wir Hinweise, dass auch Etrusker oder späte Italiker oder Villanova-Leute nach Ägypten oder nach Syrien reisen? Gibt es da Hinweise? Nicht, dass ich wüsste. Aber das bedeutet noch nichts. Es gibt ja in den frühen griechischen Heiligtümern, da gibt es ja etruskische Funde, ganz früher. Das heißt, die Stücke gelangen auch von Westen nach Osten, wobei die Stücke entweder durch Handwerker, Kaufleute transportiert worden sind oder etruskische Fürsten machen selbst eine Stiftung. Ich habe darüber mal in einem Aufsatz geschrieben und habe das entsprechende zusammengestellt. Das zeigt wieder, dass es auch einen Rückfluss gibt. Der hat eben religiöse Gründe. Man stiftet das eben und Pausanias beschreibt das ja auch ganz deutlich, wie das in Olympia vor sich gegangen ist. Und für Delphi, da hat man das gleiche Phänomen. Und mit der Herausbildung von Hierarchie und mit diesem Kultureinfluss haben wir die Herausbildung von Städte. Genau. Das ist ja was ganz Neues. Ja, hat man. Und das ist ebenfalls ein Einfluss letztlich aus dem Vorderen Orient von den Phönizern. Sicher, natürlich. Und das ist Einfluss aus dem Vorderen Orient und Einfluss aus Griechenland. Dieser Einfluss kommt über den Handel oder auch Zuwanderung von Leuten. Und über den Handel, den kann man ja auch gut nachweisen. Zum Beispiel durch etruskische Exporte. Es gibt ja frühe Keramiken, der Bucero gehört dazu, der ist ganz wichtig. Das zeigt sich im späten 7. Jahrhundert beginnend, wohin das überall geht. Korinth, überhaupt nach Griechenland gibt es schon ein bisschen und vor allen Dingen nach Karthago, da gibt es eben sehr viel. Und das ist für uns sehr interessant, weil es zeigt, das sind Funde aus dem späten 7. Jahrhundert, da beginnen diese Bucero-Funde, tauchen dort in Karthago in den Gräbern auf. Und diese Keramik, die Vasenfiguren, lassen sich ja aufgrund ihrer Form ziemlich gut in Italien, Mittelitalien verankern, wo sie wohl herkommen. Und die zeigen, dass eben ein intensiver Handel bereits in der zweiten Hälfte des 7. Jahrhunderts mit Karthago bestanden haben muss. Darüber habe ich ja gearbeitet und habe also entsprechende Materialaufnahmen gemacht. Warst du auch in Karthago und hast dort? Ja, war ich auch und habe die Materialien gesehen, die in Karthago zutage gekommen sind und die in den Museen sind in Tunis. Sind es dann Phönizier, die das machen? Bedienen sich dann die frühen Etrusker phönizischer Schiffe oder haben die eine eigene Flotte vielleicht sogar? Vermutlich beides. Aber die wir da in Karthago sehen, das sind eben Phöniker, nicht wahr? Die bringen das mit. Die fahren nach Cheri, da nicht wahr? Zu den Häfen, machen ihre Geschäfte und bringen dann unter anderem auch Keramik mit. Und die Keramik, das ist ja Standardware. Kotülen, es sind Eunochoen, die immer in gleicher Weise hergestellt sind, zum Glück, sodass man sie dann in gewissen geografischen Räumen zuweisen kann. Und wenn man deren Verbreitung im Mittelmeer verfolgt, dann kann man sehen, wohin der Handel geht.
Wobei man dann nicht in jedem Fall weiß, wer die Träger sind. Es können ja auch mal griechische Handwerker, griechische Kaufleute sein, die die Sachen nach Korinth bringen. Was hat dir an diesen Pferdetrensen, du hast über Pferdetrensen gearbeitet, was hat dich da, warum hast du das gewählt, das Thema? Das weiß ich genau. Weiß ich noch ganz genau, warum. Weil ein Artikel von dem Archäologen Manzuelli mal erschienen ist, gar nicht, ich glaube, in dem Band Civiltà del Ferro, kurzer Artikel, wo der sagte, man könne, wenn man die Gräber mit Pferdetrensen mal aufnehme und behandelte, etwas über die soziale Differenzierung sagen. Denn es ist klar, dass die Pferdetrensen und Wagen nicht jedermanns Sache sind, sondern du fasst damit eine Oberschicht. Von dieser Überlegung ausgehend habe ich gedacht, machen wir das mal. Dazu muss man systematisch alles aufnehmen, dann sehen, in welchem Kontext kommen diese Pferdetrensen vor. Und dann sieht man mal, was sich daraus ergibt. Also das Erste ist natürlich die typologische Zuweisung dieser Formen. Wo kommt welche Form vor? Wo sind möglicherweise Anknüpfungspunkte nach außen oder sind das Lokale? Das ist also eine Sache, die so zum üblichen Geschäft gehört. Aber dann darüber hinaus, dann aufgrund von Statistiken zu sehen, diese Trensen kommen immer zu zweit oder zu viert vor und dann mit welchen anderen Gegenständen kommen die im Grab zusammen, mit Waffen oder nicht mit Waffen oder auch gelegentlich in Frauengräbern und so weiter. So, da gibt sich eine ganze Menge von Fragen, die kulturhistorisch sehr interessant sind. Die Trensen stehen ja praktisch symbolisch für den Wagen, genau, anstelle der Wagenbeigabe. Ja. Aber in den ganz reichen Gräbern sozusagen, im 7. Jahrhundert, gibt es ja dann tatsächliche Wagen als Beigabe. Also die Wagen, also im 6. Jahrhundert gibt es sie ganz sicher. Im 7. Jahrhundert sind das zunächst eben nur die Trensen. Aber diese Trensen weisen Abnutzungsspuren auf, sodass man sagt, aha, die sind tatsächlich gebraucht worden. Und dann hat man sie irgendwann, ja, als der Besitzer starb, dem mitgegeben. Und zwar sind die zum Teil starke Abreibungen, haben die dort, nicht wahr, wo so Bronzeringe ineinander gehen, dann sieht man das plötzlich, die sind lange gebraucht worden. Aber noch spannender sind eigentlich die Wägen, nicht? Und die werden ja dann später auch bei uns übernommen, nicht? Ja. In der Lateinzeit haben wir dann plötzlich Wägen, weil das ist Jahrhunderte später, nicht? Ja, da gibt es ja ganz berühmte Beispiele. In der Tomba Riolini Galassi gibt es auch einen Wagen. Aber vierrädrig. Aber das ist vierrädrig und das hat natürlich wiederum Verbindung zum Hallstattkreis. Da haben wir die ja auch, nicht wahr? Aber dann gibt es unabhängig davon, etwas später, im 6. Jahrhundert, gibt es Reste von zweirädrigen Wagen. Das sind also die normalen zwei. Aber man muss ja, weil der Hallstattkreis erwähnt, man muss ja fast internationale Verbindungen gehabt haben, denn wenn man sich jetzt, ich glaube, das ist, wenn man sich jetzt Salamis anschaut, wenn man sich die spanischen Gräber anschaut, wenn man sich Tomba Regolini Galassi anschaut, wenn man sich Tumulus MM da in der Zentraltürkei anschaut, nicht, dann ist es so, dass man den Eindruck hat, nicht, die sind alle miteinander verbunden, die haben alle, die imitieren eigentlich alle einen assyrischen Hof, hatte ich den Eindruck. Ich habe den Eindruck, das ist wie unsere Kleinfürstentümer den Sonnenkönig in Frankreich imitieren, so drehen sich alle um diese orientalische Hofhaltung und im Grab zeigen sie ja nur, was sie sozusagen im Leben versuchen zu repräsentieren. Ist bestimmt so. Ich würde auch denken, es gibt sozusagen dann eine Art von Leitkultur und das ist Assyrien sicherlich und dort übernehmen die anderen das und setzen es um mit ihren eigenen Möglichkeiten und mit dem, was sie selbst wollen. Dadurch kriegt das dann wieder lokale Facetten. Aber so ist es. Und der Einfluss geht sozusagen im gesamten Mittelmeerraum letztlich dann über die Phönizier, die ja eigentlich wiederum
diese Sachen auch herstellen und vermitteln, denn auch diese Ägyptoiden, Silberschalen und so, das ist ja ganz viel, ist ja wahrscheinlich phönizische Herstellung, nicht? Ja, die Silberschalen sind phönizische Herstellung, genauso ist es. Es gibt dann ein paar etruskische Imitationen, aber die eigentlich, das sind kostbare Schalen, Kaimelia, wie das der Fischer genannt hat, die werden importiert und mit in die Gräber gegeben. Und das sind eben die reichen Gräber, in denen diese kostbaren Schalen auftreten. Was hat es denn mit diesen Kaimelia auf sich? Wie muss man sich das vorstellen? Nicht? Da gibt es ja diese urartäischen Greifenkessel, die in griechischen Heiligtümern auftreten. Wie muss man sich das vorstellen? Ja, in griechischen Heiligtümern oder in etruskischen Gräbern. Barberini, nicht wahr? Aber das ist ja richtig uniform, nicht? Also ja, das, ja, das sind Statussymbole. Nicht wahr? Später haben wir... Das heißt, man importiert als Urartu in der Osttürkei, letztlich importiert man so einen Kessel nach Mittelitalien. Zum Beispiel. Oder schenken griechischen Göttern. Ja, eben, das sind ja diese Geschenke. Man will sich dem anderen König verpflichten und schenkt ihm. Und das muss entsprechend kostbar sein. Wenn man nicht kostbar schenkt, ist man ja selbst niemand. Nicht wahr? Und ich muss selbst jemand darstellen, damit ich den anderen beeinflussen kann. So wie ich später auch. Nicht wahr? Das kennen wir ja. Und so muss man sich das vorstellen. Ja, Friedrich, du hast dich mal geäußert zu einer Gussform von der Horneburg. Was hat das denn damit auf sich? Ja, also auf der Horneburg hat man aus Ton die Reste einer Gussform gefunden. Was dort dargestellt, das ist ein Satyr, also mit einem Bart. Und da hat man immer gesagt, das ist eine Kopie von einem Vorbild von einer Schnabelkanne. Könnte man auch denken. Es sieht ganz ähnlich aus wie die Stücke auf der Schnabelkanne, aber genauso sehen die denn nicht aus. Es ist schon etwas abgewandelt. Und ich habe das mal veröffentlicht und das ist das Spannende daran, die Abwandlung. Es heißt also, dass offenbar ein Bronzekünstler, Bronzehandwerker, der sitzt auf der Horneburg, lässt sich inspirieren und wandelt das ein bisschen ab. Und das ist so ein erster Schritt zu der keltischen Kunst. So muss man, das hat der Jakobsthal gezeigt, man muss eben sich vielfach vorstellen, da kommen Importe aus dem Süden. Und die werden dann, die inspirieren die Künstler, werden aber leicht umgesetzt. Und hier bei dieser Horneburg aus Terrakotta, also aus Ton, diese Gussfigur, kann man das ganz gut zeigen, wie wir uns das denken müssen. Das Vorbild sieht man genau, aber es gibt dann leichte Abwandlungen, die es so im Süden nicht gibt. Aber die einzelnen Elemente sind aus dem Süden übernommen. Also glaubst du, das war praktisch ein einheimischer Handwerker, der genau die südlichen Vorbilder adaptiert? Ja, und er hat die sogar sehr gut übernommen, dass man genau hingucken muss. Und man muss sich genau die südlichen Vorbilder angucken, um zu sehen, wo da der Unterschied ist. Aber diese enge Verbindung zu den Vorbildern, die sind ja gerade das Spannende, denn das ist der erste Schritt, wo sich solche Dinge dann verselbstständigen. Ja, und du warst jetzt in Rom, du hast diese Forschungsprojekte gemacht mit der DFG, aber später, wie ging es dann in Rom weiter? Irgendwann musst du ja zurück oder ja, wie konntest du weiter in Rom bleiben? Wie hast du das gemacht? Ja, nee, da hätte ich ja weiter ohne Bezahlung, das geht ja nicht. Und dann hatte ich das Angebot von Professor Buchholz, an die Uni zu gehen und sein Assistent zu werden. Aber nun bin ich ja eigentlich Prähistoriker, aber da kam ich dann zum klassischen Archäologen. Und das ging auch, weil Buchholz Forschung trieb, die sehr eng an die Vorgeschichte anknüpft. Und Buchholz kanntest du ja schon. Ja, den kannte ich. Und dann hat er mich mitgenommen auf die Ausgrabungen auf Zypern.
was sehr spannend war, weil da natürlich diese Verbindung zu Etrurien bei den Fürstengräbern darzustellen sind. Und überhaupt, es war eine Insel noch mit archaischen Zügen, was mich sehr faszinierte. Weil du ja vorher warst, du ja bei Bernardini Barberini, wenn man sich jetzt Salamis anschaut, die Gräber sind ja ganz ähnlich. Ganz ähnlich, Dromos-Gräber, ja, die ganz ähnliche Beigaben haben, also sozusagen assyrisch-internationale. Genau. Also aber jedenfalls warst du dann dort in Zypern? Da war ich in Thamassos. Ich war aber da in Thamassos und habe bei den Ausgrabungen geholfen. Da war auch Karagiorgis, den ich auf die Weise kennenlernte. Das war ja der große Archäologe in Zypern. Ja, und es war eine interessante und meinen Horizont erweiternde Zeit. Und du bist aber nicht geblieben bei den klassischen Archäologen. Nein, und ja, dann war das ja wieder zu Ende. Dann hätte ich mich da habilitieren können, wenn ich es geschafft hätte. Und dann hätte ich aber wieder keine Stelle gehabt. Und das, wenn du eine Familie hast, du hast 4 Kinder, geht das nicht. Auf die Dauer ist das nicht möglich. Und da bot sich etwas an in Mannheim. Eine feste Stelle, eine beamtete Stelle, an den Reichs-Engelhorn-Museen. Ja, dann bin ich von Gießen nach Mannheim und habe also diese Stelle übernommen. Aber das war vom Material her in der Aufgabenstellung nicht das, was ich mir erträumte. Und da kam Weidemann auf mich zu und sagte, wir brauchen jemanden mit ihren Verbindungen in Mainz, kommen Sie auch zu uns. Also im Römisch-Germanischen Zentralmuseum. Ja. Und dann habe ich da Jahre gearbeitet. Und was hast du dort gemacht im Römisch-Germanischen Zentralmuseum? Ja, was ich da gemacht habe, was war das? Ist eine Forschungsinstitution. Ja, sicher. Und da habe ich zum Beispiel veröffentlicht diese Materialien, die ich von meinem Karthago-Aufenthalt hatte, die Bukoro. Und dann habe ich was ganz anderes gemacht. Man hat ja die große Salia-Ausstellung vorbereitet und da brauchte er Stücke aus Italien. Und da hat er gesagt, Sie haben doch gewisse Beziehungen nach Italien, ja bitte helfen Sie. Und das habe ich gerne gemacht, weil damit waren Italienreisen verbunden und ich konnte da diese Dinge machen und wir haben die auch gekriegt. Und dann war... Das war der Beginn deines Einstiegs ins Ausstellungswesen sozusagen. Ja, das ist da sicherlich erfolgt. Dann kam ein neues Projekt, haben die gesagt, wir haben hier einen Deckel von dem Ludovisi-Schlachtensarkophag. Und ich hatte in der Zwischenzeit mich darum bemüht, dass Mainz die sogenannte Dichiarazione di Roma unterzeichnet hat, aufgrund derer sich die Museen im Ausland verpflichten, keine Stücke auf dem Kunstmarkt mehr zu erwerben, deren Herkunft nicht eindeutig gesichert ist. Also nichts, was möglicherweise dann doch aus Raubgrabung stammt. Damit verbunden war auf der anderen Seite das Versprechen, wenn ihr mal in Italien was wollt, werden wir das mit Wohlwollen betrachten. Diese Dichiarazione di Roma, die haben wir ja im Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle auch unterschrieben. Genau. Und dann die große Pompeji-Ausstellung gemacht. Jawohl, ja, das ging auch. Das ist wichtig, das den italienischen Kollegen zu zeigen, dass man hier überhaupt nicht bereit ist, sich auf unklare Dinge einzulassen. Ja, und dieses geht auf mich zurück. Ich wurde nämlich gebeten, in Italien, mach das. Ja, das habe ich gemacht. Und sozusagen, dann ist das ist immer so ein Geschäft auf Gegenseitigkeit. Und wenn man in Italien sieht, ihr seid wirklich ernsthaft bemüht um unsere Objekte, um unsere Anliegen und ihr helft uns, dann hilft man natürlich solchen Museen doppelt gerne. Und das war genau in meinem Sinne. Das heißt, mir hat dieser internationale Austausch und die internationale Hilfe,
Das hat mir immer sehr am Herzen. Und dann hast du den Ludovisi-Sarkophag, ja, sozusagen für Mainz, sagen wir mal, klar gemacht, dass der kopiert werden konnte. Das ist ja nicht selbstverständlich, so eine Kopie ist ja immer... Es ist eine ganz schwierige Angelegenheit, weil die Reliefs, die da sind, sind zum Teil sehr dünn, sodass sie leicht beschädigt werden können. Und das war also außerordentlich schwierig. Da mussten die Italiener erstmal überzeugt werden, dass unsere Mainzer Abformer super Kollegen sind. Ich habe gesagt, ich kenne es ganz gut, da könnt ihr absolut sicher sein, dass nichts passiert, denn die haben natürlich Angst gehabt und so. Und das war nach meiner eigentlichen, wenn ich mich richtig entsinne, Pensionierung. Und dann hat Weidemann mich einfach ein Jahr verlängert. Und in diesem Jahr war es meine Aufgabe, dieses Italien-Geschäft auf den Weg zu bringen. Und es hat auch geklappt. Aber es war schwierig. Ganz schwierig. Aber es war so, Guzzo war, mein Freund Guzzo, war da, wenn ich mich recht entsinne, an einer entsprechenden Stelle und hat diese Sache auch wieder mitgefördert. Und dann hast du ja in Mannheim, dann hast du ja begonnen, sozusagen Ausstellungen letztlich von Italien nach Deutschland zu bringen. Ja, das war eben die Pompeji-Ausstellung und ich weiß genau, wie das war, denn es ist mir unvergesslich. Ich war gerade in Pension und ein Beamter in Pension, der schläft länger als sonst und ich wachte so halb auf und habe gedacht, was mache ich? Ah, können wir doch mal Guzzo fragen, der Superintendent in Pompeji war, ob er nicht was hat. Und da habe ich ihn angerufen, ich war noch ein bisschen schlaftrunken, aber es ging dann doch. Und habe gesagt, senti, vorremmo avere una bella mostra a Mannheim. Da hat er nur gesagt, voi Pompei, möchtest du Pompei haben? Ja, warum nicht? Und wir haben gerade eine große Pompei-Ausstellung in Brüssel. Italien ist da Vorsitzender der Europäischen Kommission und deswegen haben wir das so als Einleitung für Italien, haben wir das damit hingegeben. Guck sie dir an, die könnt ihr kriegen. Und dann sind wir mit Herrn Wiczorek zusammen mit mehreren anderen Kollegen dahin gefahren, haben uns alles angeguckt, haben Notizen gemacht und was. Und so ist die ganze Sache in Gang gekommen. Und wir haben die ja dann übernommen in Halle und haben noch einiges an Leihgut dazugebracht, weil wir sind ja dann gemeinsam nach Pompeji und Herculaneum gefahren und haben dann sozusagen noch weitere Dinge ausgesucht. Und in Halle haben wir die dann noch größer, ja, sozusagen gehabt und hatten auch Dinge gezeigt, die überhaupt noch nie außerhalb Italiens zu sehen waren. Nicht? Genau, ja. Und mein größter Wunsch, nach Italien zu fahren, erfüllte sich ja jedes Mal. Immer musste dann lang nach Italien gefahren werden und so. Und ja, was will man eigentlich mehr? Genau das will man. Man will ja auch als Archäologe rumkommen und nicht da immer nur in der Kammer sitzen und so, sondern mit den Menschen agieren, möglicherweise was rausholen. Und das ergibt doch auch ein gutes Gefühl. Man sagt, jetzt hast du doch was geleistet. Und das ist auch wirklich so gewesen. Ja, und letztlich sind das Dinge, solche Ausstellungen kann man natürlich nur über persönliche Beziehungen, wie auch überhaupt große Funde holen, und nicht über Schriftverkehr. Ja, geht überhaupt nicht. Über Schriftverkehr muss man eine Einleitung machen. Man sagt, ich habe da ein Projekt, darf ich mal mit Ihnen oder mit dir darüber reden? Man sagt nicht was. Und wenn man das so macht, dann kann der ja nicht Nein sagen. Nicht wahr? Wenn ich sage, ich möchte das, dann könnte irgend, schreibt einer, nein, geht nicht, wird nicht. Wenn ich aber sage, ich lasse das offen und bemühe mich dann, durch den persönlichen Kontakt das zu bekommen. Und wenn der gut ist, dann ist das viel eher möglich. Und wenn ich irgendwas habe, was ich als Gegenleistung anbieten kann, das ist natürlich auch wichtig. Es geht ja immer ein Nehmen und ein Austausch. Und das ist mir sehr wichtig gewesen. Ich habe ja zum Teil auch italienisch publiziert, sozusagen in Verbeugung vor dem Land.
Denn so zu Palutinos Zeit, da hat niemand Angst. Die Deutschen, die nehmen alles weg und dann veröffentlichen wir das und wir haben das Nachsehen. Nicht wahr? Und dem das war ja auch ein bisschen so, ich meine, das die Bedeutung ist ja nicht zu leugnen. Ja, und das wird dann alles in Deutsch publiziert und dadurch ist ein gewisser Abstand zu der italienischen Forschung gegeben. Und das würden wir ja auch nicht wollen, dass unsere germanischen Funde dann plötzlich alles von Italienern publiziert würden. Da würden wir auch etwas merkwürdig schauen. Ich empfand es immer als großen Nachteil in Italien, auch in der heutigen Forschung, oder in der Forschung, sagen wir mal, in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, dass eigentlich die italienische Literatur großartig ist, wenn man sie denn kennt, weil die meisten Bücher werden ja von der Banca, die Verona oder irgendetwas herausgegeben und das ist so ein bisschen graue Literatur, weil Bankhäuser finanzieren die wissenschaftlichen dicken Publikationen, die dann wieder nur den Spezialisten zugänglich sind und die man kaum in Bibliotheken findet. Ja, also der sprachliche, die Sprache schafft doch eine gewisse Distanz, nicht wahr? Aber auch die Zugänglichkeit ist schwierig. Ja, ja, sicher, das ist ja alles miteinander verbunden. Und das war eben mein Grund, warum ich sehr viele, bis heute, sehr viel in Italienisch publiziert habe, wobei ich sofort sagen muss, dass ich es immer so gemacht habe, es gibt ein deutsches Manuskript, ein Italiener, meine Frau, die ein klassisches, sehr gutes Italienisch schreibt und auch als Kunsthistorikerin und Archäologin das Fachwissen hat, die übersetzt das und dann gucke ich nochmal drauf, ob sie alles richtig verstanden hat. Man muss immer das von einem Muttersprachler übersetzen können. Das ist doch noch besser, als wenn man es selbst macht. Ich könnte natürlich einen Vortrag in Italienisch halten, aber das Schriftliche ist dann noch was anderes. Und da sollte man auch diese Selbsterkenntnis haben. Und da lässt man Muttersprachler ran. Und dir war ja immer die Vermittlung so wichtig, nicht? Ja. Und deshalb hast du ja dann in einem eigenen Zweig deiner Arbeiten sind ja ganz wichtige, relativ populärwissenschaftliche Artikel in italienischen Zeitschriften, populärwissenschaftlichen Zeitschriften wie Archäologia Viva oder ähnlichem. Ja. Ja, deswegen. Wie bist du dazu gekommen? In Archeo. Ich bin auch im wissenschaftlichen Beirat von Archeo und von Antike Welt, weil ich die Vermittlung unserer Forschungsergebnisse in einem angemessenen Stil, muss auch stilistisch angemessen sein, für hochwichtig betrachte. Das heißt, wir müssen doch unsere Ergebnisse einer interessierten Öffentlichkeit zugänglich machen. Wofür machen wir es denn sonst? Und sonst könnte man ja auch sagen, da haben wir ja für unsere Steuergelder bessere bessere Möglichkeiten, die anzuwenden, als euch zu geben, wenn ihr da nur für die drei Hanseln schreibt. Also man muss da auch diese Sache etwas im Auge haben. Eine deiner intensiven Beschäftigungen betraf Winkelmann. Dazu bist du auch Herausgeber eines Buches zu Winkelmann, das meines Erachtens ganz ausgezeichnet ist. Was hat dich an Winkelmann so fasziniert und warum hast du dich so intensiv mit Winkelmann beschäftigt, der immerhin ein Kind dieses Landes hier ist? Nicht? Wir sitzen in Halle an der Saale und Winkelmann hat ja lange Jahre, vielleicht nicht ganz glückliche Jahre, im heutigen Sachsen-Anhalt verbracht und hat in Halle studiert. Was hat dich zu Winkelmann gebracht? Ja, ein Interesse an Forschungsgeschichte. Ich habe schon vorher kleinere Artikel über andere Probleme der Forschungsgeschichte geschrieben und habe gedacht, dass wenn man Forschungsgeschichte betreibt, so sind diese Themen, die dort gewählt werden, einzufügen in einen größeren Abschnitt, Zeitabschnitt. Also gewisse Themen werden zu gewissen Zeiten behandelt und warum? Und dazu gehört eben Winkelmann, der einen ganz großen Einfluss gehabt hat im 18. Jahrhundert auf die europäische Geistesgeschichte. Und dieser Aspekt, der
hat mich interessiert. Erstens mal, wie ist es möglich, dass ein Knabe aus einfachen Verhältnissen. Ich glaube, sein Vater war Schuster, Flickschuster. Genau, ja, Flickschuster. Der wird plötzlich einer der berühmtesten Gelehrten Europas. Wie ist es möglich, das Phänomen ein bisschen aufzuzeigen? Welche Elemente haben dazu beigetragen? Welche biografischen Dinge, dass das geschehen konnte? Wie war seine Wirkung damals? Und die sich ja auch auf alle Gebiete ausgedehnt hat. Und damit wurde die Archäologie durch die Entdeckung am Golf von Neapel natürlich besonders gefördert, eben ein Bereich, an dem die gebildete Welt direkten Anteil nahm. Nicht wahr? Und das ist etwas, was mich dann sehr interessiert hat. Also Winkelmann hat ja eine unglaubliche Geschichte. Nicht? Ja. Weil als Schustersohn war er früh sehr begabt. Der Papa war wohl aufgeschlossen, er geht ins Gymnasium, hat aber kaum Geld, wird dann irgendwie Hauslehrer, wird dann jämmerlich in Seehausen, obwohl ein sehr unbegabter Lehrer, nicht? Ja. Und verbringt da ein Jahrzehnt mit solchen Dingen, nicht? Ohne dass er seine Talente zum Tragen bringen kann. Und plötzlich bekommt er diese Verbindung über Dresden, nicht? Und aber er muss offenbar vorher, in den 10 Jahren vorher, so viel gelesen und gelernt haben aus sich selbst heraus, dass er schon zu Beginn eine ganz faszinierende Gestalt war. Also. Wie war das so? Ja, er muss eben, ja, ich meine, dass er hochbegabt war, steht ja außer Zweifel, dass er auch ein guter Gräzist war, war auch wichtig, dass seine Begabung in Rom ganz anders zur Geltung kommen konnten als in Deutschland, das ist ja auch so und in der Tat, hat er seine große Karriere ja in Italien gemacht, weil dort war er unmittelbar vom Altertum umgeben. Es gab eine Gesellschaftsschicht, die ihn inspirierte, die ihn schätzte, und zwar wegen seiner Griechischkenntnisse. Das spielt eine große Rolle, dass er ein guter Gräzist war und wegen seiner Gedankenwelt, die im Grunde genommen dem Zeitgeist entsprach, dem Zeitgeist aber auch eine neue Richtung gegeben hat. Er hat nochmal treffend formuliert, was in der Luft lag. Durch seine Publikation ist er ja so berühmt geworden in ganz Europa. Vor allen Dingen seine Geschichte der Kunst des Altertums ist ja dann ins Französische, ins Englische, sogar ins Polnische und Russische. Also jemand, der zur richtigen Zeit am richtigen Ort war und das, was in der Luft lag, aufgegriffen hat. Man kann es sagen, nicht wahr? Aber er hat auch aus sich selber herausgeschöpft. Er hat eben vieles aus sich selber herausgeschöpft. Er war ja sozusagen praktisch der, kann man sagen, der Museumsleiter des Kardinals Albani. Er hatte dort in dieser großen Villa eine kleine Wohnung, wie du in deinem Buch schreibst. Und er hat aber noch viel mehr gemacht als nur das Griechische, denn er hat dort ja auch die ägyptische Kunst letztlich als einer der ersten richtig eingeschätzt. Er wollte immer nach Ägypten reisen, etwas, das er nie geschafft hat, hat aber dort, glaube ich, die Möglichkeiten gehabt, an diesen Ägyptiker, die aus dem Tiber gefischt wurden, des Heiligtums dort zu studieren und hatte die Idee, dass das Ägyptische sozusagen die Grundlage alles Griechischen ist. Also das Wichtigste ist die Vorstellung, dass es eine Entwicklung gibt, dass die Kunst sich entwickelt und wie das zustande gekommen ist, das ist ein sensationeller Ansatz und den hat er in seiner Kunstgeschichte des Altertums eben durchverfolgt. Selbst wenn wir mit den Ergebnissen natürlich nicht mehr
so, dass wir sind nicht so einverstanden. Das kann ja gar nicht sein. In 200 Jahren hat sich die Forschung weiterentwickelt. Aber die Grundidee, um die es geht, die ist eben von außerordentlicher Bedeutung gewesen und hat eben dann Generationen von Forschern beeinflusst, also gerade in Deutschland. Und die in Deutschland war ja die Griechenland-Verehrung. Denken wir an Goethe, an Hölderlin, an alle. Spielte ja eine ganz große Rolle, viel größer als in den lateinischen Ländern. Denn in Italien hat man natürlich zunächst an Rom gedacht, in Frankreich hat man natürlich auch an die Römer gedacht, denn das waren ja die Vorfahren. Die hatten wir nicht. Uns als Nachkommen der Griechen anzusehen, das ist ja wohl ein bisschen schwierig. Auch da gab es natürlich, das wissen wir ja alle, die Tendenzen, aber unabhängig davon ist eben die Betonung des Griechischen und die Bedeutung des Griechischen, der griechischen Kunst, das ist Winckelmann. Und das hat sich in Deutschland, wir haben ja den Winckelmannstag, wir haben in Stendal ein Winckelmann-Museum, wir haben eben Winckelmann-Denkmäler, und so weiter. Es ist ja ganz stark in Deutschland dieser Winckelmann-Kult ausgeprägt. Er muss natürlich auch ungemein sprachbegabt gewesen sein, denn er wurde bewundert für seine exzellenten Französisch- und Italienisch-Kenntnisse, die er erst später erworben hat. Die hat er erst später erworben. Denn es gibt Briefe, frühe Briefe, da sagt er ja, er kann das ja noch gar nicht so. Ist ja noch ein gewisser Zweifel an dem, was er hat und was er nicht hat, weil bis er Karriere gemacht hat, das hat natürlich gedauert. Der hat ja zunächst ganz untergeordnete Positionen gehabt und erst in Rom hat sich ihm eine neue Welt erschlossen. Nachdem er konvertiert war. Ja, sicher, er ist konvertiert und geheim konvertiert, das dürfte der Vater nicht wissen. Ja, genau. Also ich sehe, du hast mein Buch gut gelesen, du weißt alles. Also ich kann das nur wiederholen. Also er hat auch Angst gehabt vor sein, denn er hat ja früher mal Theologie studiert. Protestantische Theologie. Und er hat Angst gehabt, dass das in Deutschland ruchbar würde, dass er konvertiert ist, aber er hat es dann doch gemacht. Ich meine, wie weit wirklich seine Überzeugungen damit zusammenhängen, also wie tief. Ich glaube, er war Agnostiker, nicht oder er war überhaupt nicht gläubig, da gibt es keinen Anhaltspunkt. Nein, nicht sonderlich gläubig. Er hatte eine große Angst vorm Tod. Das hatte er. Und dann stirbt er so grausig. Und dann stirbt er so schrecklich, ja, richtig. Das ist ja sowieso noch ein besonderes Kapitel, wieso und so weiter. Aber er ist eben ermordet worden und ganz Europa war erschüttert. Nicht wahr? Da gibt es ja die entsprechenden Zeugnisse. Nun, wir haben jetzt die Forschungsgeschichte ausführlich beleuchtet. Jetzt wollte ich nur ganz kurz auf deine Geschichte selbst eingehen. Du bist ja aufgewachsen in Berlin, glaube ich, oder? Im Wesentlichen? Also, ich bin in Landsberg an der Warthe geboren, 1937. Das heißt schon fast ein Methusalem jetzt. Bin auch ganz gut geistig beieinander. Manche Dinge, die vergisst man, das ist halt so. Aber ich bin unmittelbar vom Krieg aufgewachsen. Das heißt, habe den Krieg, das Kriegsende, noch ziemlich bewusst erlebt. Und das ist nicht ohne Folgen gewesen für mich. Wo warst du beim Kriegsende? Ja, bei Kriegsende, also zunächst während des Krieges haben wir ja in Berlin gelebt. Mein Vater war Wehrmachtkommandant von Berlin, von daher. Also dein Vater war sozusagen das höchste Militär in Berlin? Nein, würde ich nicht sagen, aber eine bedeutende Stellung hatte er und er kommandierte Truppen. Deswegen war seine Mitarbeit, seine Teilnahme an dem Umsturz von außerordentlicher Bedeutung, weil er dazu beitragen konnte, dass der Walküre-Plan für Berlin umgesetzt werden. Das ist ja der Grund, warum er
nach Scheitern des Umstands, als im ersten Prozess ist neben Witzleben auch mein Vater gleich abgeurteilt worden, ein Prozess, der 2 Tage gedauert hat. Das Urteil war ja vorher schon feststehend, aber als einer der Hauptakteure. Ich war Stauffenberg und seine unmittelbaren Mitarbeiter Olbricht und andere, die waren stief, die waren ja schon ermordet worden, schon am Abend selber, auf Befehl von Fromm. Aber dann gab es eben andere, zu denen auch Witzleben als Generalfeldmarschall gehörte, und mein Vater, wobei festzustellen ist, dass die Generalität schwach vertreten war in dem Umsturz. Und auch mein Vater war sehr skeptisch, ob der Umschwung, ob der Umsturz gelingen konnte. Aber er hat mitgemacht. Nicht? Aber er hat mitgemacht, denn das muss man sich mal vorstellen. Es bleibt ja, wenn du das weißt und du zeigst nicht an, dann bist du genauso todeswürdig. Und zeigst du es an, dann lieferst du deine Freunde aus. Also. Und wie hat er es erfahren? Er wurde gebeten, mitzumachen. Er wurde gebeten, das ist eine Woche vorher, und er hat auch mitgemacht. Das heißt, er liebte die Nazis eben nicht. Nicht wahr? Und interessant ist Folgendes. Mich hat viel später. Aber eigentlich ist interessant, dass doch viele mitgemacht haben und keiner hat es verraten. Keiner hat es verraten. Nein, nein. Also man wusste natürlich, wer wie denkt, und man hat dann nur sich an Leute gewandt, die möglicherweise mitmachten. Mein Vater gehörte dem Infanterieregiment 9 an. Das ist ein berühmtes Regiment, das aus dem Alexander-Garde-Regiment entstanden ist. Das ist so die Nachfolge. Und aus dem IR-9 haben eben viele mitgemacht. Die waren eben das waren Konservative, die aber abgestoßen waren von den Nazi-Verbrechen. Nicht wahr? Aber ich will noch Folgendes sagen. Mich hat dann mal eine Dame gefragt beim Abendessen vor wenigen Jahren. Habt ihr das als Familie nicht eurem Vater verübelt, dass er mitgemacht hat und dadurch die ganze Familie in größte Schwierigkeiten gemacht hat, weil wir sind ja alle der Sippenhaft verfolgt. Und dann habe ich ihr geantwortet, nein, also soweit ich weiß, ist das bei einer engeren Familie nie ein Thema gewesen. Wir haben immer zu der Entscheidung unseres Vaters gestanden, wohl wissend, was für uns alle dort dann passiert ist, nämlich die Sippenhaft. Ja, es hätte auch sein können, nicht letztlich, dass er es nicht überlebt. Nicht? Das war ja gar nicht ausgemacht, dass er nicht in den letzten Tagen ermordet wird. Ja, nee, er wurde ja gleich gefangen gesetzt, und da war er in den Händen der Gestapo und der SS. Und in dem Moment, wo seine wirkliche Rolle dabei rauskam, die er gespielt hat, da war er verloren. Und euch, hat man euch dann auch gleich verhaftet oder gesucht? Oder ja, also deine Mutter? In dem Moment, wo sich herausstellte, welche Rolle mein Vater gespielt hatte, das war Anfang August, Ende Juli 1944. Wie haben die herausgefunden, was dein Vater, dass der so eine wichtige Rolle spielte? Durch die Verhöre. Du musst dir vorstellen, da gab es eine Sonderkommission, der 400 Leute angehörten, Kriminalbeamte und so weiter. Und dann hat man überall die Recherchen unternommen und hat gesehen, in welche Richtung gehen denn die Spuren. Nicht wahr? Und so hat sich das Mosaik förmlich zusammengesetzt. Bei meinem Vater war es so, der wurde am 20. Juli am Abend noch bei Goebbels verhaftet. Und da war er aber in so einer Art Ehrenhaft zunächst, weil man nicht wusste, wie weit er dort involviert war. Und diese Haft, je mehr herauskam, welche Rolle er spielte, wurde das immer weiter verschärft. Und wie man so bei seinem Auftritt
bei Freisler sieht, war er ja so reduziert, dass ich davon ausgehen würde, dass er auch gefoltert wurde. Und dann wurde die ganze Familie verhaftet. Meine Mutter, meine älteren Geschwister und ich war auf dem Gut einer Tante und wurde nachts abgeholt und nach Bad Sachsa gebracht. Wohin die Kinder der Leute vom 20. Juli alle gebracht wurden, von wenigen Monaten bis ungefähr 15. Die kamen alle dahin und es war durchaus nicht klar, was aus uns wird, aber es bestand sozusagen auch, das änderte sich immer, aber es bestand der Plan, wenn die ihre Herkunft vergessen, sie kriegen neue Namen und wenn das möglich ist, dann machen wir sie aus den guten Nazis, ist ja gutes Blut, wie die sagten. Das hat sich aber nicht bewahrheitet, denn die Älteren haben durchaus ihre Namen gewusst, nicht wahr? Und wir hatten alle andere Namen. Ich weiß nicht mehr, welchen Familiennamen man mir gegeben hat, aber ich weiß, dass die Stauffenberg-Kinder, die da auch waren, die hatten den Namen Meister. Nicht wahr? Also völlig neue Namen. Und da der Plan war, euch zu anderen Familien zu geben. Zum Beispiel. Nicht wahr? Man geht davon aus, so die Kleinen, die Jüngsten waren so wenige Monate alt. Die gibst du dann in eine andere Familie und dann wächst du auf mit dem Namen ohne Scheid oder irgendeinen Namen. Und dann bist du da adoptiert und die wissen gar nicht, woher du eigentlich kommst. Das war durchaus ein Plan, der in Erwägung gezogen war. Aber es hat sich dieser Plan konnte nicht umgesetzt werden. Auch die älteren Kinder, die erinnerten sich nämlich auch daran, wie sie hießen. Da weiß ich noch, da war der Sohn Freitag Loringhofen, das ist der Baron Freitag Loringhofen, der hat den Sprengstoff besorgt. Also der hängt auch damit zusammen. Und der war auch in Bad Sachsa und mit dem habe ich mich angefreundet. Und er hat eines Tages gesagt, also du weißt, die nennen mich jetzt Meierhöfer. Aber ich heiße gar nicht so. Ich heiße, willst du sehen? Hier ist die Lederhose. Da ist es noch in Wäscheschrift drin. Ich heiße Freitag Loringhofen. Das ist so eine Geschichte, die mir noch ganz lebendig vor Augen ist. Ich habe das auch in meinem Buch ausführlich beschrieben. Und die eben zeigt, wie das gegangen ist. Und wir haben eigentlich Glück gehabt, dass wir so entkommen sind. Aus irgendwelchen Gründen wurde ich Mitte September freigelassen. Warum, weiß man nicht, aber das waren plötzlich so Einfälle, die hatten. Andere wurden nicht freigelassen, kamen nach Bad Triburg auf das Rittergut einer Freundin von den Eltern, wo ich immer war. Und bevor die Amerikaner kamen, ganz unmittelbar vorher, wurden ja Panzersperren errichtet. Daran erinnere ich mich noch genau. Gab es auch Panzersperren und das Dorf sollte verteidigt werden. Und da hat man mich versteckt bei Fremdarbeitern, weil man Angst hatte, dass die SS am Schluss uns alle umlegt. Und zwar Verräterkinder, das war ja die Sache. Und wenn wir schon nichts machen können, die sollen es auch nicht überleben. Es ist keine absurde Theorie, sondern so ist ja teilweise verfahren worden. Also habe ich das so überlebt. Dass solche Dinge sich auch auf dein späteres Leben auswirken, dass es sich auswirkt, ist ja klar. Und deswegen mein Ausweichen auf die Kultur und meine Bemühungen um internationale Zusammenarbeit, um etwas Positives zu leisten. Ganz einfach.
Und als du dann das überlebt hattest und deine Mutter auch, hätte ja auch sein können, dass man deine Mutter auch vermacht, deine Geschwister. Ja, die waren ja alle im Gefängnis und das ist ja in meinem Buch ausführlich geschildert, unter welchen Umständen, also schwerst belastet. Aber später dann in der neu gegründeten Bundesrepublik sozusagen war es ja immer noch so, dass in deiner Schule und so weiter die Lehrer durchaus immer noch in Teilen Nazis waren. Ja, und waren ja gar nicht anders möglich. Ja, aber ich meine, eigentlich hätte man sagen müssen, ihr wart die Helden, nicht dein Vater. Ja, nee, also unser Helden, also sozusagen die positive Beurteilung, das, was unsere Väter getan haben, ist ja später erfolgt. Das ist zunächst... Ab wann etwa? In den 50er Jahren, da gab es dann so ein Umschwenken. Und das Umschwenken war natürlich nicht ganz, dann gab es ja andere. Rehmer zum Beispiel, das war ja der Untergebene meines Vaters, der dann also immer noch großer Nazi war und so weiter. Und das hat sich eben erst langsam verändert, was auch damit zusammenhängt, dass man wusste, da kam immer mehr raus, welche Gräueltaten unter deutscher Regie durch die Nazis und durch die Besatzungstruppen geschehen waren. Nicht wahr? Es war ja auch so, unmittelbar nach dem Krieg war das ja alles gar nicht so bekannt oder man hat gesagt, naja, das ist Gräuelpropaganda, also so muss man das ja sagen. Und es hat erst ein allmähliches Erwachen stattgefunden und dann haben sich die Dinge eben verändert. Aber in der Schule oder so wurdest du dann immer noch als Verräterkind gesehen, von Teilen der Lehrerschaft. Was die geheim gedacht haben, weiß ich nicht. Aber sie trauten sich das nicht zu sagen. Nee, aber sie haben das natürlich vermieden, da vor mir zu sagen. Ich war aber, wie gesagt... Und ist das ein Grund, warum du dann nach Italien gingst und warum du sozusagen eigentlich nicht mehr in Deutschland oder lieber in Italien sein wolltest? Vielleicht. Also es ist ja immer, also ich kann da Folgendes sagen. Meine Schwester Maria ging 48 mit einem Stipendium nach Amerika, heiratete einen Amerikaner und blieb in Amerika. Mein Bruder fühlte sich besonders wohl in Frankreich, ich in Italien. Meine Mutter ging nach Spanien und hatte da ein Sommerhäuschen. Und also die Verbindung nach Deutschland war nicht so eng, wie man sich denken kann. Das hängt natürlich mit solchen Dingen zusammen. Und in meinem Fall kann ich ja auch sagen, dass du im Ausland dann auch immer wieder als Deutscher angesehen wurdest. Dann wurdest du wiederum konfrontiert mit dem, was im deutschen Namen geschehen ist. Es war eine schwierige Situation. Und das ist ein Grund dafür, warum ich das gemacht habe, was ich gemacht habe und warum ich mich auch so dafür eingesetzt habe, dass in einem internationalen Konzert möglichst zu arbeiten. Das ist mein Beitrag, den ich da dazu leisten kann oder konnte. Und das habe ich gerne getan. Du hast ja mit deinen Büchern wie Hitlers Rache oder gibt jetzt ein neues Buch in Amerika, Wolf's Lair, hast du ja eigentlich auch immer daran gearbeitet, dass das nicht vergessen wird. Nicht? Ja. Wir leben ja in einer Zeit, wir hätten das ja nie gedacht, wenn wir an die 80er, 90er Jahre denken. Wer hätte geglaubt, dass es wieder möglich ist, dass wir uns mit Faschismus in Europa beschäftigen müssen? Ja. Ja, genau, und das ist das Wichtige, das Nicht-Vergessen. Es ist nämlich so, für Menschen wie mich, die das noch zumindest als kleine Zeit, ich bin ja kein Großer, aber ein Kleiner, die haben das noch erfahren und am eigenen Leibe festgestellt. Das ist da viel unmittelbarer als meine Enkelkinder, die hören das in der Schule, naja, ist weit weg. Also
Das ist so und da muss man dran erinnern und man muss dran erinnern, was für ein kostbares Gut die Freiheit ist. Dass ich sagen, und wir haben es ja dann in der DDR in Fortsetzung erlebt, was für ein kostbares Buch die Gute, die Freiheit ist und die betrifft alle Bereiche des Lebens. Du hast bei mir erzählt, dein Vater war Stadtkommandant von Berlin, wenn ich es richtig weiß. Und du standst unter den Linden 1, nicht? Ja. Auf dem Balkon. Und erinnere ich mich richtig, irgendein Flieger oder irgendein General, italienischer General, gab dir als Junge so ein E-Mai-Abzeichen und sagte, du sollst dich damit wieder in Rom melden. Also, die Sache war folgendermaßen. Mit der Position, die mein Vater hatte, waren gewisse gesellschaftliche und diplomatische Dinge verbunden. Also wir hatten ja noch Verbindungen zu Italien. Italien war ja noch nicht abgeschwenkt. Und da war der Conte Calvi di Bergolo. Der war der Kommandeur der Divisione Centauro. Der war bei uns zu Hause. Und da traten wir auf den Balkon und da war unten eine Parade und der hat da irgendwas gesagt, wer das sein könnte. Und dann habe ich so als kleiner Stöpp gesagt, Mensch, das ist ja nicht wahr, das weiß auch jeder, das sind nicht die, sondern sind die. Also Berliner, nicht wahr, wie man gemacht. Und dann hat er furchtbar gelacht. Und hat irgendwie das toll gefunden. Ich war so ein Bürschchen immer im Matrosenanzug, wenn ich dann erscheinen durfte. Sonst war ich in der Küche, wie das damals so war. Und gab mir sein Distintivo. Das war so ein Abzeichen der Division. Es ist eine Panzerdivision, Centauro. Und hat gesagt, wenn zu meiner Mutter gesagt oder zu meinen Eltern, wenn ihr Sohn groß ist, soll er sich bei mir melden. Wir hatten das über den Krieg verwahrt und dann bin ich auch dahin, es war noch vor meiner Hochzeit, so ungefähr 62 muss es gewesen sein, und habe das denen gebracht und war dadurch in die Königsfamilie Italiens eingeladen. Und das finde ich insofern so schön. Ich habe doch angefangen in Italien mit so einem armen Sünderasyl, nicht wahr, von der Kirche, weil man ja nur in der Jugendherberge 3 Tage bleiben kann und dann brauch bis zur Kirchenfamilie. Ist doch ein schöner Abschluss. Ja, ja. Schöne, ungewöhnlich. Und ich liebe das Ungewöhnliche. Absolut. Ja, ein Punkt, der mich interessiert, ist ja nicht. Viele deutsche Prähistoriker waren ja belastet. Die haben ja sozusagen der Nazi-Ideologie doch Vorschub geleistet und die unterstützt. Andere wie Holste waren gefallen, aber jemand, der wirklich an verantwortlicher Stelle dieses schreckliche Regime stützte und ideologisch munitionierte, wie Jan Thun, war später dann wieder tätig. Auch andere, nicht wie Kersten und so weiter und so fort. Nicht? Wusstet ihr das? Ich meine, du hast als Sohn einer Familie, die durch die Nazis den Vater verloren hat und die sozusagen unmittelbar Geschädigte des Naziregimes waren, hast du bei Jan Kuhn studiert? Und das hättest du ja sicherlich nicht gewusst, wenn du das Ausmaß der Verstrickung gekannt hättest. Und hat man das geahnt oder haben die das verborgen oder wie wurden sozusagen diese Leute eigentlich reingewaschen oder haben sie sich selber reingewaschen oder was für ein Habitus haben sie sich gegeben und haben sie in ihrer Lehre weiterhin solche Ideologien vertreten oder wie muss man sich das vorstellen? Es ist gut, dass du das fragst, denn das ist eine ganz konkrete Frage und ein Problem, das wir heute klarer sehen als damals. Ich muss sagen, dass ich, als ich dort studierte, ich sah den Forscher und sah den Gelehrten und der gut war, der auch in seiner Lehre alles gut machte, so wie ich das vorstellte, aber ich wusste nichts von seiner Vergangenheit. Nicht wahr? Das muss ich sagen. Das ist auch ja später erst herausgekommen.
Wenn ich gewusst hätte, wie es wäre, dann wäre ich sicherlich zu Kimmich gegangen, der so aus Salem ist und zwar. Da hätte man sich gern. Aber das wusste ich eben nicht. Und das muss gesagt werden. Und das hat sich auch mir gegenüber, hat er sich ja nie zu erkennen gegeben. Das muss ich auch sagen. Und er war ein sehr guter Wissenschaftler, das muss ich auch sagen. Und was einen hinterher natürlich noch mehr sozusagen verwundert oder erschüttert oder wie immer, dass das so möglich war. Kann man eigentlich gar nicht glauben, nicht? Ja. Ja, das war ein direkter Mitarbeiter von Himmler. Nicht wahr? Der Himmler soll gesagt, das ist mein bestes Pferd im Stall. Ja. Und der wusste natürlich von mir das genau. Das ist ja klar. Aber ich wusste es nicht von ihm. Und es hat sich. Hat er dich das merken lassen? Oder hat er sozusagen die neutral behandelt? Hat er nicht. Ich meine, dass der. Er hatte so harte, manchmal eben sehr drastische Züge, die mir nicht passten, muss ich sagen. Und er hielt mich auch für einen Filou, der so italienisch beeinflusst. Und so. Also bestimmt. Aber sonst kam das nicht zum Ausdruck. Und auch in seinen Vorlesungen nicht, würde ich nicht sagen. Ich meine, dass die sich immer um seine Gebiete handelten, das ist klar. Es ist auch interessant, dass er, dass Ideologisches nie zur Sprache kam. Was in der Nazi-Zeit betrieben wurde, das wurde ausgeklammert. Was in der DDR betrieben wurde, wurde ausgeklammert. Da hieß es immer nur die Forschung da oder ein Großmährisches Reich. Wir haben da eine Exkursion gemacht, da wurde also vom Großmährischen Reich so groß gefaselt und gesprochen und so. Und ich habe mir gesagt, den Leuten geht es doch so schlecht. So schlecht in der DDR. Und davon hat er nie geredet. Mir war so, mir kam das Erste, was ich sagte, oh Gott, was ist das runtergewirtschaftet und wie schlecht geht's denn? In Tschechien auch. Ja, wir hatten eine Exkursion immer. Davon hat er meines Gewissens nie was gesagt, nicht wahr? Sondern da ging es doch um die Forschung und immer die Forschung. Das passte mir nicht. Ich wusste nichts Genaues, aber habe diese Sicht der Dinge war für mich eine Verdrehung, sozusagen. Das Primäre war jetzt die augenblickliche Situation, die ich ja da sah und erlebte. Und das andere, ja, dann können die noch so gut forschen, wie sie wollen, ist mir eben egal. Nicht wahr? Also das ist ein genereller Unterschied. Aber ich wusste eben nichts. Aber mir ist immer aufgefallen, wir kennen uns ja nun auch seit 20 Jahren, ja. Mir ist immer aufgefallen, wie dass du immer so einen Geruch hast, wenn du schwefelst, nicht? Dass du eigentlich immer, wenn ich es erlebt habe, also übermäßig Autoritäten widersprochen oder Leuten, die versucht haben, sozusagen andere zu zwingen oder zu manipulieren. Du hast sozusagen so ein, obwohl du eigentlich konservativ bist, so einen extrem anti-autoritären Zug. Das kannst du nicht aushalten, nicht? Den kann ich überhaupt nicht aushalten. Und ich weiß, also ich habe mir immer überlegt, wie hätte ich in der Nazi-Zeit reagiert. Und ich glaube, ich hätte nicht direkt zur Waffe gegriffen. Ich hätte versucht, das indirekt, also soweit ich es kann, zu mildern, zu helfen, zu machen und dieses Regime zu betrügen, wo man es kann. Das hätte meinem Wesen am meisten entsprochen. Vielleicht hätte ich nicht immer den Mund gehalten und wäre deswegen auch eingesteckt worden. Das ist durchaus so. Aber eigentlich würde ich nicht sagen, dass ich bin kein geborener Untertan. Überhaupt nicht. Aber nochmal zurück zu deinem Vater. Der Vater hat ja eigentlich zur Waffe gegriffen. Ja, der hat. War das so seine, sozusagen seine Haltung? Ja, das muss man sagen. Ich meine, mein Vater wusste, was er tut, wenn er sich da einlässt. Er war nicht an den Planungen, soweit ich weiß,
der Walküre beschäftigt, weil das lag in Händen von Olbricht und anderen. Und die, man hat natürlich versucht, den Kreis der Eingeweihten zu gering zu halten, wie möglich, das ist klar. Aber man wusste eben offenbar, dass mein Vater mitmacht. Das ist ja nun das Entscheidende. Er war wichtig, weil er Truppen kommandierte und er wusste, man wusste offenbar, man setzt darauf, er macht mit. Und so ist es ja auch gewesen.